Ja, hallo und willkommen zurück zu Chibi-Robo Part 37. Im letzten Part haben wir Peitsmeier gerettet. Hier. Ah, ich sehe auch übrigens, dass er viel kleiner ist als die anderen. Können wir auch gleich schon mit ihm reden. Ich bin Peitsmeier. Dank dir, Admiral Chibi-Robo. Jetzt bin ich schon Admiral. Ist Tau nicht länger mehr ein Feind der Rangers? Ja, der Rangers. Genau. Ich glaube, ich kann nicht hier noch die... Kommandeur. Was bin ich denn jetzt eigentlich? Admiral, Kommandeur? Kommandeur Chibi-Robo, dank Ihnen konnten wir den Sieg erringen. Sag was, gefreiter Peitsmeier. Vielen Dank, Sir. Wir werden niemals vergessen, was Sie für uns getan haben. Hurra! Für Ihren mutigen Dienst wollen wir uns dankbar zeigen. Sie dürfen mit uns jederzeit trainieren. Wir führen jedes Training durch, was Sie befehlen. Sie müssen es nur sagen. Und lassen Sie sich mal wieder blicken. Hurra! Alles klar, hier könnten wir dann nochmal alles spielen. Also vermutlich für Highscores oder sonstiges machen. Das ist eigentlich so ein Weichei. Nee, das müssen wir im Let's Play nicht unbedingt machen. Das haben wir ja alle schon gesehen. So, ja, und wir haben bei der... Oh, war da was? Ah ja, alles klar. Hau mir die mal weg, die Arachnos. So, mit euch. Vielleicht kommt ihr doch noch irgendwann mal irgendwas, wofür wir Geld brauchen oder sonstiges. So, was wollen wir im heutigen Part machen? Also wir haben im letzten Part ja der Mutter noch die, den Stoff gegeben. Damit sie uns irgendwas anfertigt. Setze ich mal bei dir hin, während ich so ein bisschen rede. Vielleicht passiert da noch mal was. Ich gehe am besten da mal zum Vater in den Garten. Weil die Mutter hat ja irgendwie so eine Andeutung gemacht, dass ich mit dem Vater spielen soll. Vielleicht weiß er ja irgendwas. So. Vielleicht hat auch unser Television hier jetzt mal endlich wieder was Neues. Ja. Der Anfang ist ja immer dasselbe, was er sagt. Pass mal auf, ja. Ich habe eine Platte aufgenommen. Ich singe dir ein Lied, es heißt Teriyaki Blues. Jetzt bin ich mal gespannt. So hat es ja auch beim ersten Praktibot angefangen. Der darf wohl nicht singen. Oh Mann. Und tschüss. Ja. Das ist immer noch nicht vorbei. Na gut. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal in den Garten. So. Ja, ich denke, es macht schon wirklich mehr Sinn, dass ich das jetzt immer so nach und nach mache, so zwischendrin. Weil wenn ich das jetzt auch so ganz am Schluss gemacht hätte, hätte der ganze Part nur damit ausgesehen, dass ich auf dem Ding sitze und warte, bis Television kommt. So. Und im Garten. Vielleicht passiert ja auch hier irgendwas Neues. Nee. Ich erwarte irgendwie immer, dass was Neues passiert. Wo ist denn der Vater eigentlich? Okay, die Piraten sind immer noch hier am Tag. Alles klar. Hier hatten wir auch alle Türen. Ja, genau. Tja, nun. Irgendwie, keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kommen ja die Aliens auch mal am Tag. Einfach mal ausprobieren. Können Tag lieber nicht landen. Alles klar. Wollte ich nur wissen. Nichts für ungut. Bin ja schon weg. So, okay. Garten abgefrühstückt. Im Wohnzimmer haben wir alle Türen. Im Foyer fehlt noch eine. Stimmt, die hätte ich eigentlich mal noch holen können. Aber wo ist eigentlich der Vater hin? Oder sind die jetzt in der Küche? Ich gehe einfach mal in die Küche. Einfach mal in die Küche gehen. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Neues. Weil irgendwo müssen sie ja sein. Oder muss er ja sein. So. Was gibt's hier? Da ist Tau. Ach, da ist er ja, okay. Gehen wir gleich mal hin. Was macht denn der Koch, der oder was?
Also, upsala, falscher Knopf hier. Dabei gibt's ja gar nicht so viele Knöpfe auf dem GameCube-Controller. Ah. Die Musik ist auch immer so laut hier. So. Na, Vater, was geht? Hallo? Hilf mir, Chibi-Robo. Jenny sagte, sie sei hungrig, aber ich bin noch viel hungriger als sie. Also, was wir tun müssen, ist... Wie? Ein Brötchen? Fleisch? Ein Ofen? Was auch immer. Komm, hilf mir, ein paar Burger zuzubereiten. Okay, alles klar. Ja, das wollte ich hören. Ich kann mir kein... Was? Ich kann mich keinem Essen nähern, ohne es komplett zu verbrennen. Niemand möchte Hamburger Briketts essen. Ja, das möchte wirklich niemand. Wie ging das hier nochmal? Lass uns ein paar Burger grillen. Okay, ich erkläre dir nur den Ablauf. Pass also genau auf. Wenn du mir den Ablauf erklären musst, warum machst du es dann nicht selbst? Die Musik ist auch toll. Erinnert mich irgendwie direkt an hier Cooking Mama. Zuerst müssen wir alles vorbereiten. Oh, mein Stecker brauche ich glaube ich nicht. Okay. So, hey, leg das Brötchen auf den Teller. Warum schmeißt du das dann? Chibi Robo, es ist auf dem... Ja, ich sehe, dass es auf dem Teller ist. Teller wischen. Ja, Television. Television. Wortspiel. Oh Mann, ey. Was ist das hier für ein Minispiel? Schmeißt einfach die Brötchen hin und... Soll dann auf den Teller schmeißen. Na toll. So. Wie auch noch guckt ihr jedes Mal. Wow. Danach grillen wir das Fleisch. Ja, okay. Oder Chibi Robo, hol deinen Löffel raus. Okay. Wende das Fleisch mit Hilfe eines Löffels. Okay. 2. 1. Hä? Ach, das soll die Zahl heißen, wie lange das draufbleiben darf, oder was? Brate es auf beiden Seiten, bis es auf beiden Seiten braun ist. Presse es so lange, verbrennt es. Achte auf den Rauch und auf die 3. Ah, okay. Oh, das ist schon bei 3. So, ich glaube, das eine ist fertig. So, einmal. Löffel wieder rausholen. Also jedes Mal, wenn es zischt, dann... Nein, nein. Das... Mist. Das ist doch richtig. Also jetzt komme ich mir wirklich wie so ein japanisches Spiel vor. Wenn ich mir das hier so angucke. Okay. Schön warten hier. Okay, das ist fertig, alles klar. Komm, nimm's mit, Chibi. Weg damit. Löffel rausholen. Oh Mann, hier. Okay, jetzt muss ich... Okay, das ist fertig. Nein, falscher Knopf. Obwohl das ja eigentlich so relativ simpel ist. Gerade hier so ein bisschen in Panik. Wenigstens einmal in meinem Leben möchte ich davon probieren. Die Musik ist einfach zu geil. So, jetzt noch die Brötchen, oder was? Oder was kommt noch? Ist das Fleisch durch? Sind wir fast fertig? Ja. Hallo? Schmeiß doch drauf. Was soll denn das? Was? Hallo? Der wirft das Brötchen nicht drauf. Was wird denn das jetzt? Ah, jetzt geht's. Komisch. Ah, hätte ich jetzt warten sollen, bis alle 3 Brötchen auf dem Herd liegen, oder was? Okay. Schatz, Jenny, Abendessen! mit dem epischen Geschrei vom Vater. Danke, dass du gewartet hast, Jenny. Was hätte sie denn machen sollen?
Jennys Mama will gar nichts haben. Ja, dass die auch, die hätten den ruhig ein bisschen so einen Namen geben können. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn der Vater sagt Jennys Mama. Aber gemeinsam macht es mehr Spaß. Oh, das hat er in traurigen Sinne gesagt. Dann geben wir ihr Portion Tau. Ganz einfach. Okay, essen wir. Oh, ich vergaß Chibi-Robo und... Ja. Wir wissen die Geste zu schätzen. Mann. Wir wissen die Geste zu schätzen. Aber leider sind wir Roboter. Ja, du hast recht. Also gut, wir bedienen uns selbst. Bitte kümmern Sie sich nicht um uns. Machen Sie es ruhig weiter. Lasst uns essen. Mit einem Zug. So, Sekunde mal. Das ist... Was ist das? Ich glaube, das was ist irgendwie falsch übersetzt. Im Sinne von, was ist los? Oh ja, köstlich. Oh. Du hast die Kochplakette erhalten. Sehr schön. Ich denke mal, dass wir die auch nur bekommen, wenn wir... wenn wir die halt perfekt gebraten haben, also überall drei. Gibt's da noch schönen Happy-Punkte, alles klar. Sehr schön. Gut. Ja, ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich das damals ein paar Mal gemacht habe, aber es bringt halt nicht viel. Eine Rechnung, ja. Ja. Okay, also das haben wir. Sonst noch irgendwas? Aber ich kann ja mal kurz die Plakette zeigen, wenn wir schon mal dabei sind. Hier. Kochen, ja, ein Hamburger. Was sind denn eigentlich die anderen Plaketten? Also hier haben wir die Türen. Das ist Television. Das ist Giga-Robo. Das kann ich gerade nicht erkennen. Dann wird es hier Red Crest sein. Das wird ist so viel. Keine Ahnung. Ja. Das, man kann es grob erkennen, was es sein wird. Hier haben wir Funky Phil. Das ist Deiner. Keine Ahnung. Das ist hier Sonnenschein, der Teddybär. Das wird das mit dem Raumschiff sein. Das... keine Ahnung. Und das hier. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hier fehlen uns auch noch zwei Türen. Stimmt, wenn wir schon mal hier sind. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon mal? Ach, 13 Minuten. Geht der noch? Vielleicht mal gucken, wo haben wir hier die Tür? Okay, da oben. Ich finde doch die Musik ganz toll. Ah, auch praktisch. Also da oben müsste das sein. Wie komme ich denn da hoch? Ach, da müsste ich von ganz oben wieder... Na gut, dann probieren wir das einfach mal aus. So, wir sind damit hochgekommen, wenn wir den... Ja, alles klar, wenn wir den... den Praktibot benutzen. Ja, wenn mir Wörter nicht einfallen, muss man halt ein bisschen länger drüber nachdenken. Wie so oft. So, und hoch da. So, wenn ich mal hier hochkletter, kann ich auch mal so nebenbei so ein bisschen was über Let's Play an sich erzählen. Ich denke mal, dass bis dieser Part hier hochgeladen wird, ist auch schon mein Kirby Let's Play zu Ende. Ah, den brauchen wir ja nicht. Und ich werde vermutlich auch schon mit dem neuen Let's Play angefangen haben. Da ich mir aber nicht hundertprozentig sicher bin, sage ich dazu mal noch nichts. Nicht, dass ich hier dann unnötig spoilere. Wobei, wenn ich dann den ersten Part hochgeladen habe, sieht man es ja eh sofort. Ja, ich denke mal, dass ich hier außen rum muss. Ja. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Also ich habe noch einiges vor, was Games angeht, die ich Let's Playen möchte. Aber alles zu seiner Zeit. Dadurch, dass man hat immer so das Gefühl, man möchte vielleicht alles auf einmal spielen, aber das geht dann nicht so schnell. Wie komme ich denn da dann darüber? Also die müsste da hinten sein. Aber irgendwie... Beim letzten Mal haben wir ja die eine Tür hier geholt. Aber dem anderen müsste ich ja irgendwie hochklettern. Das ist natürlich die Frage. Oder kann ich da doch rüberfliegen irgendwie?
Nee, reicht nicht. Hm. Tja, blöd. Ich möchte ja auch nicht unnötig rumlaufen. Obwohl, ich gehe einfach mal so hoch und gucke. Habe ich hier jetzt ganz rausgezogen? Ja, okay. Ich gucke jetzt ganz einfach mal, wie weit hoch ich komme. Nicht den Stecker nehmen. Immer wieder dasselbe. So. Und nebenbei könnte ich mir dann noch überlegen, was ich sonst noch so vergessen habe. So. Hier könnten wir ja nicht hoch. Vielleicht kann ich mich da auch drauf fallen lassen und dann werde ich hochkatapultiert oder irgendwas. Einfach mal gucken. Einfach mal ausprobieren. Für irgendwas muss der Toaster ja auch gut sein. Nee, also so nicht. Wenn, dann müsste ich das vom Toaster aus machen. Aber ich glaube, dass ich da eher nur durchfalle. So, komm, hier geht er hoch, Chibi-Robo. So, ich finde es auch gerade lustig, dass eher der Schatten oben ist, anstatt unten. Hm. Da ist ja auch die Uhr. Wartet mal. Komm ich da drauf? Nee. Oder kann ich den Kaktus hochklettern? Einfach mal ausprobieren. Nee, aber man kommt jetzt so hoch. Da habe ich wieder viel zu kompliziert gedacht. So, da ist die Tür. Und rein da. Ja, manchmal ist dann doch der einfache Weg der beste. Geld einsammeln, auch wenn wir es nicht brauchen. Aber ich denke mal, die Tür geht erst zu, wenn wir alles eingesammelt haben, von daher. So, wenn ich schon mal nochmal hier bin, uns fehlt ja noch eine Tür, dann werde ich gleich nochmal scannen. Nee, also es gibt in jedem Raum nur eine Tür, aber wo ist die letzte? Haben wir die auf der Seite? Die da drin haben wir ja. Die haben wir. Oder? Ja, eine Tür fehlt noch. Aber wo ist die? Sehen wir die von oben? Die Tür haben wir ja auch schon, ja. Ach da, da hinten ist eine. Alles klar. Müssen wir nur wieder nach oben. Ich hoffe, das reicht noch von der Zeit her. Das wird nämlich dann sehr knapp. So. Wird sogar sehr knapp. Aber versuchen werde ich es trotzdem. So, hier hoch und da hoch. Wie so oft. Wir könnten wirklich mal so eine Art Mini-Fahrstuhl bauen für Chibi. So. Also direkt hinter dem Küchenschrank oben einfach runterfallen lassen. So, wenn ich bedenke, die Tür hätten wir eigentlich schon längst haben können. Boah. Also ich sehe es jetzt schon fast kommen, dass die Zeit gleich piepst. Deswegen. Ah, da ist es. Okay. Komm, schnell, schnell, schnell. Nicht, dass es hier jetzt kurz vor Schluss dann doch zu knapp wird. So, alles klar. Gut, dann haben wir das hier auch. Was fehlt denn dann noch für eins? Also im Foyer fehlt dann noch eine Tür. Weil da ja irgendwie zwei Türen versteckt sind. Es sei denn, es ist der Froschring damit gemeint. Ja. Wie sieht die Zeit aus? 19 Minuten. Ja gut, viel können wir ja nicht mehr machen. Dann, ja gut, dann denke ich mal, dass wir heute mal den Part ein bisschen früher beenden. Also, je nachdem, wie lang die Ingame-Zeit dann noch ist. Und ja. Gut, ich warte jetzt einfach mal mit der... mit dem Verabschieden, bis halt wirklich der Tag rum ist. Vielleicht kommen wir ja trotzdem noch auf die 20 Minuten. Dann mache ich hier noch so ein bisschen Kleinkram. So, hat mir hier nicht irgendwo noch so einen Flecken an der Wand oder sowas? Die Krümel können wir ja nicht mehr einsammeln, haben wir ja genug. Nö, jetzt wo man aufräumen will, ist nichts mehr da zum Aufräumen. Und ich merke auch, die Zeit hätte uns noch locker gelangt. Hm. Ja nun, okay. Gut.
Habe ich noch die Zeit noch so unnötig rausgezögert. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Wir haben jetzt genau die 20 Minuten erreicht. So. Ja, und dann hoffe ich, es hat euch euch hat der Part mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.